Hallo und guten Tag, hier ist Marius von Projekt30.de mit dem Ausblick für die Woche ab dem 28. August. Ja, wenn ich ehrlich bin, hatte ich heute eigentlich gar keine Lust bzw. gar keine Energie mehr. Wie einige von euch wissen, habe ich 4 Kinder und der Zusammenhang, warum ich das erwähne, ist der, dass in der kommenden Woche bei mir die Kellerdecke isoliert wird und ich meinen Keller aufräumen musste bzw. ausräumen, damit die Handwerker dort arbeiten können. Ja, und ich bin, Messi bin ich eigentlich nicht, aber ja, ich habe 4 Kinder und ich habe es wirklich im Laufe der Jahre, und meine Kinder sind ja nun alle schon über 30 Jahre alt, ich habe es nie ums Herz gebracht oder übers Herz gebracht, bestimmte Lieblingsspielzeuge, Lieblingskleidung, die die hatten, wegzuwerfen oder zu verschenken oder zu verkaufen. Das heißt, ich habe wirklich einen Riesenberg. Ich habe, was weiß ich, von meinem Sohn Philippi, das heißgeliebte alte Batman-Kostüm, das er mit 5 oder mit 6 getragen hat. Von meinem lieben Mauro, der war immer Spider-Man. Von meiner Tochter oder von den Töchtern, was weiß ich, Prinzessinnen-Kostüme, Lego-Steine, Eisenbahn. Also ich habe das alles ordentlich in Kisten drin und ich kann mich davon nicht trennen. Und insofern war das natürlich neben allen anderen Dingen, die man dann so irgendwann mal in den Keller verschiebt, weil man meint, man würde sie noch irgendwann gebrauchen, eine Arbeit von, ach, so locker mal 6 Stunden. Also ich bin körperlich irgendwo durch und mental auch. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ich der einzig Bekloppte bin, der solche Sachen aufbewahrt, oder ob es noch mehr von dieser Spezie gibt, die sich einfach von den Spielzeugen und Lieblingsklamotten der Kinder nicht trennen kann. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Also zumindest bei denen, die eben Vater oder Mutter sind. Ja, heute gibt's den großen Blick. Ich hatte wirklich keine Lust. Wir sind ja nach wie vor in einer Seitwärtsrange. Das ist bei den US-Indizes nicht anders. Und wir haben, ich weiß gar nicht, Dutzende, möchte ich fast sagen, kleinere Figuren in den M15, M30, M5-Charts, im Dow, in der Nasdaq, im DAX, und ich habe wirklich heute keine Lust, mich mit diesem kleinen Vieh zu beschäftigen, denn solange wir bestimmte Marken nicht brechen, wird sich das so fortsetzen. Und das Fiese an Seitwärtsphasen ist, dass sie in der Regel sehr viele Formationen generieren in den kleinen Zeiteinheiten und relativ wenige tatsächlich ins Ziel laufen. Also da waren wieder einige Spezialisten im Leserstream, das ist ja der Chat ohne technische Helferlein, und im Premium-Blog, der eben das Cockpit hat und damit eben auch ein paar technische Helferlein, also automatische Entdeckung sozusagen von Wohlfe-Keilen und harmonischen Pattern und Popguns etc. pp. Und da waren auch diese Woche wieder einige bei, die sich tatsächlich in diesen oder aus diesen Bewegungen erkleckliche Punktezahlen herausgearbeitet haben. Aber ich muss gestehen, jetzt nach ich weiß nicht wie vielen Wochen geht es mir so ein bisschen auf die Nerven. Das heißt, ich hoffe, wir bekommen bald mal einen Move mit wirklich Volumen dahinter, der uns dann in neue Gefilde bringt. Und ob die zur Unterseite gehen oder zur Oberseite, ist mir relativ egal. Ich möchte jetzt einfach mal, zumindest was den DAX betrifft, einen Ausbruch aus der Range haben. Gut, wir gucken uns heute den DAX an, den S&P Nasdaq, und wie ihr schon seht, wir gehen heute mal in das Big Picture rein, also in Wochen-, Monats- und Vierteljahrescharts. Hinzu kommt nur noch die Nvidia, weil da halte ich 2 Charts für ganz interessant. Und hoffentlich, wenn in der nächsten oder vielleicht übernächsten Woche ein bisschen mehr passiert, dann werde ich mich auch wieder um Aktien und Edelmetalle und andere Dinge hier kümmern. Fangen wir mal mit der DAX-Ergebnistabelle an. Ja, der Montag fast unverändert zum Freitag geöffnet, hat dann 29 Punkte zugelegt. Am Dienstag ein Gap-Up von 81 Punkten, das auch geschlossen wurde, das haben wir hier dreimal gesehen. Also Hochlauf per Gap, Gap geschlossen oder auch noch tieferes Tief gemacht und im Grunde zumindest mal an diesen 3 Tagen in der Range um
15.600 geschlossen. Das, was wir jetzt tatsächlich haben, durch das Hoch am Freitag, da sind wir ja mit 147 Punkten zur Oberseite gegappt, haben wir ein dreifaches Top im Tageschart. Das bildet sich aus diesen beiden Hochs vom 14. und 15. August, 15.937, 15.923 und das vom Donnerstag mit 15.896, also knapp unterhalb der 900. Da geht es also auf der Oberseite um die 15.900 und dann haben wir zwei Tiefs gemacht, einmal am Montag und am Freitag 15.571, 15.578, also nur 7 Punkte Differenz und dort versuchen die Bullen einen Boden einzuziehen. Ob das gelingt, werden wir sehen. Wir haben gegenüber dem Vorwochenschlusskurs 15.574 mit 15.631 57 Punkte zugelegt. Die Differenz zum Monat Juli beträgt aber immer noch minus 815%. Punkte. Insofern ist also im kleineren Bild auf Tagesbasis nichts passiert. Wir haben eine Platzrunde gedreht mit relativ hoher Volatilität, besonders am Donnerstag. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Das sind aber so die wichtigen Marken. Wir können uns zur Oberseite die 15.900 merken und zur Unterseite die 15.600 oder ein Stück tiefer eben, das ist die 578. Aber wenn wir uns die Schlusskurse angucken, dann geht es da ganz offensichtlich darum, die 15.600 zu halten. Gut, bevor wir starten, gucken wir uns nochmal die 4- und 3-Stunden-Charts an, damit wir einfach so ein bisschen Orientierung haben. Das sind die Allzeithochs, also wenn wir mal jetzt nur über die US-Indizes reden, die sind ja aus dem letzten Herbst, aus 21 und dann sind wir im letzten Herbst runtergelaufen zu den Tiefs, 10.440 in der Nasdaq, 3.491 im S&P und 28.660 im Dow Jones und von dort aus lief eben eine Erholung, die ihr hier nicht seht. Und hier ging es im S&P mal kurz über die wichtige 76.4 Erholung drüber. Die ist die letzte Fibo-Erholung vor dem Allzeithoch. Das heißt, das Überwinden dieser 76.4 Erholung ist wichtig. Aber hier gab es am Donnerstag bekanntlich kräftig Wohler und relativ genau, das waren nur ein paar Punkte, an der 15.272 für den S&P 1 auf den, für den Nasdaq 1 auf den Kopf. Wir haben eine ähnliche Situation im S&P, der hat ja auch zunächst einmal für ein paar Tage seine 76er Erholung überwinden können, ist dann hier mit, ich weiß gar nicht, was waren das, zwei Wochen, anderthalb Wochen Gekämpfe, hat er die 76.4 wieder zur Unterseite verlassen, vermied aber bislang einen Anlauf oder einen Bruch der 61er Erholung, was sehr bärisch wäre. Auch das hier, diese Zone ist eben die Entscheidungszone, geht es zum Allzeithoch oder nicht. Im Dow Jones ein ähnliches Bild, auch der hat eine ganze Zeit lang oberhalb der 76.4 Erholung getanzt, sie einmal, zweimal, dreimal, viermal verteidigt, ist dann auch runtergefallen, hat aber ebenso die wichtige 61.8 noch nicht touchiert oder gar verlassen. Der DAX hingegen, der ist ja über sein altes Allzeithoch 16.290 drüber gelaufen, hat hier mit 16.528 ein neues Allzeithoch gemacht und die 23er Konsolidierung, der hat eine andere FIBO als die hier, weil er eben schon ein neues Allzeithoch gemacht hat, die hat er fast absolviert, aber eben noch nicht punktgenau. Ob das folgt, ob er vielleicht sogar durchgereicht wird zur 38er Konsolidierung, müssen wir abwarten, aber hier wird es tatsächlich erst wieder bullisch, wenn der Bursche ein neues Allzeithoch macht, oberhalb 16.528. Das ist der Stand der Dinge und da die US-Indizes dominieren und auch den DAX, ist eben auf diese Marke oder diese Marken, die 76.4 Erholung besonders zu achten. Und wann immer die in die Nähe ihrer 61er Erholungen kommen, heißt es Obacht und Vorsicht. Denn wenn die Marken brechen,
könnte sich die Konsolidierung deutlich ausweiten. Okay, fangen wir mal mit dem DAX an. Einmal kurz der 5-Minuten-Chart. Da sehen wir im Grunde auch schon die wichtige Geschichte der Woche. Hier dieses 148-Punkte-Gap-Up. Und dann ging es ja satt runter. Wir machten am nächsten Tag das Tief noch am Schlusskurs der Vorwoche, haben uns dann aber eben wieder gerettet. Das heißt, wir haben hier im Tageschart, sehen wir das noch, ein bärisches Engulfing. Eine ganz wichtige Geschichte, denn dieser Tag steht im Tageschart, beziehungsweise wirft im Tageschart auf diesen Tag einen bärischen Schatten, denn er machte ein höheres Hoch und ein tieferes Tief. Und das macht Hoch und Tief vom Donnerstag zu Triggermarken. Das heißt, das Hoch vom 24. August, also vom Donnerstag, bärisch Engulfing. Hier ist der Kauftrigger 15.896. Das Tief, was hier gemacht wurde, bei 15.618 ist der Verkaufstrigger. Der wurde dann am Freitag auch direkt mal per Gapdown getriggert, aber die DAX-Bullen wollten nicht unter den Schlusskurs der Vorwoche, liefen zur Oberseite bis zur 23er Erholung und haben sich dann hier am Freitag relativ knapp wieder über diesen Sell-Trigger 15.618 gerettet. Wie das am Montag weitergeht, müssen wir sehen. Letztlich alle Marken, die hier sind, sind ja in den Chaträumen und auch im Newsletter bekannt, aber aufgelöst, bullisch aufgelöst wird das Ganze erst, wenn es über das Hoch vom 24. geht und wenn wir per Schlusskurs, was bisher ja nicht passierte, unterhalb der 15.618 einbuchen, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass wir diesen dreifachen Boden testen. Das Tief vom 15. April, das Tief vom 18. August und das Tief vom 7. Juli. Das ist ein dreifacher Boden und der ist wichtig. Jetzt kommt es ganz schräge, 45-Minuten-Chart. Meine Charts sind so voll, dass ich diesen exotischen Zeitrahmen wählen musste, aber es geht hier auch nicht um die Zeiteinheit, sondern es geht darum, dass ich eigentlich erst am Donnerstagabend gesehen habe, dass ich die gesamte Woche, das ist hier der Freitag zuvor, der Vorwoche, und hier ist der Freitag dieser Woche, mir ist es erst am Donnerstagabend aufgefallen, dass sich die ganze Woche eigentlich als Bärenflagge darstellt. Nicht? Wir haben hier das Hoch 16.060 am 10.8. gemacht, sind dann runtergelaufen bis zum Tief 15.468. Das war der Freitag, der 18. Und dann ging es nach oben. Und da haben wir, das ist ja das Gap-Down-Hoch gewesen, hier aufgesetzt und dort und hier mit vielen Stundenkerzen und dort zuletzt. Und haben hier die untere Trendlinie bestätigt, sind nochmal punktgenau zu dieser oberen Flaggenlinie gelaufen. Das war das Hoch vom Donnerstag 15.898 und haben dann eben abgegeben. Hier ist der Sell-Trigger, hier ist der Buy-Trigger. Wenn wir also runterlaufen, dann wäre das Ziel einer ABC 15.304. Die Marke kann man sich merken, falls wir am Montag oder am Dienstag, wann auch immer, unter die 15.618 rauschen. Ausgebügelt ist das Ding eigentlich erst, wenn wir über diesen Buy-Trigger laufen, 15.898. Bis das nicht passiert, müssen wir zumindest mal einkalkulieren, dass wir es mit einer bärischen ABC zu tun haben. Nicht? Aber ich würde mindestens mal warten auf die 15.618. So, geschwind in den 4-Stunden-Chart. Der zeigt eigentlich das Dilemma. Wir haben ja hier am 13.05. an der Oberseite angeklopft. Wir haben hier unten einen Boden gemacht. Das war der 5. April 15.482. Und dem folgten zwei weitere Tees. Das haben wir hier gemacht bei 15.456 und das dritte bei 15.482. Und seit diesem Datum, zumindest was die Hochs angeht, 19.05. pendelt der DAX in dieser Range, die sich am Tageschart als ein Broadening Top darstellt. Die Mittellinie ist 15.992, also die Mittellinie Allzeithoch 16.529,
zum tiefsten Tief 15.456, was wir hier machten am 7.7. Das ist also die Mittelspur und dann haben wir noch einen Kanal in der Woche und dessen Trendlinie verläuft jetzt bei 15.965. Das heißt, diese lila Begrenzung ist die Bulle-Bär-Grenze im etwas vergrößerten Bild, also auf mehr Wochen Sicht. Und wenn es da drüber geht, dann wird es relativ wahrscheinlich, dass wir nach diesen Swings wieder einen bekommen, der versucht, hier in diesem Bereich zu laufen oder vielleicht sogar auszubrechen. Fallen wir hier drunter, dann müssen wir zumindest darauf vorbereitet sein, dass es deutlich tiefer geht. Ich sagte im letzten Ausblick schon, wir müssen ebenso immer bei allen Indizes, bei allen Formationen davon ausgehen, dass es einen Fehlausbruch gibt. Der kann an der Unterseite stattfinden, indem wir hier, was weiß ich, 100 Punkte runterrauschen und anschließend direkt wieder reingehen. Aber das sind unsere Orientierungspunkte und die Zonen passen ganz gut. Die obere ist 193 Punkte hoch, die untere 173. Und solange wir uns in diesem, in diesem Rechteck bewegen, ist das Traden relativ schwer. Im Tageschart sehen wir das Broadening Top. Hier sind diese aufgefächerten Kerzen, die wir eben gesehen haben. Und hier ist eigentlich das, was mich in der kommenden Woche am meisten interessiert. Ist das ein Unfall gewesen? Haben da, was weiß ich, Algorithmen verrückt gespielt? Oder ist das eine Reaktion gewesen auf das BRICS-Treffen und ich meine 5 oder 6 neue Mitglieder und der Perspektive zumindest? Ob und wie das umgesetzt wird, wird sich dann zeigen. Aber mit der möglichen Perspektive, dass der Dollar langfristig seine Weltleitwährung verliert, möglicherweise auf dem Rohstoffmarkt einiges passiert und im Extremfall, wenn man es tatsächlich in den kommenden Monaten, Quartalen oder auch Jahren zustande bringt, eine goldgedeckte Währung zu machen, dann kann natürlich viel passieren. Aber also hier kam die News ja raus am Donnerstag, dass es da 6 waren es, glaube ich, neue Mitglieder gibt. Und vor allen Dingen sind das Länder, die jetzt in der BRICS-Organisation sind, die um und bei 60% des gesamten Ölfördervolumens der Welt verantworten. Das ist natürlich bedeutend. Ja, wir müssen also am Montag schauen, laufen wir unter diesen Sell-Trigger oder geht es über den Buy-Trigger. Wir haben hier im Monatschart, das ist ganz interessant, noch einen Wolfe-Keil, dessen obere Trendlinie verläuft bei 15.889 und somit in unmittelbarer Nähe dieses Kauftriggers. Und diesen Wolfe-Keil habe ich mehrfach gezeigt und gesagt, wann immer wir unter der oberen Keil-Trendlinie sind, droht eine gewisse Gefahr, dass wir auch wieder tiefer in den Keil fallen. Oberhalb ist die Gefahr erstmal gebannt. Das heißt, dieser Wolfe-Keil im Monatschart und der Kauftrigger 15.896, das sind bedeutende Marken neben dem Hoch vom 10. August bei 16.060. Wir gucken jetzt nochmal, um uns so ein Bild zu machen, in die Bollinger Bänder hinein. Und dann sehen wir, dass wir zumindest mit dem unteren Bollinger Band 15.422 noch Luft hätten, um diesen dreifachen Boden zu testen. Den haben wir ja in der Seitwärtsrange im Stundenchart H4 eben gesehen. Das heißt, das Tief vom 5. April und das Tief vom 7. Juli und das, was wir hier gemacht haben am 5. April. Und wenn der DAX dort durchrauscht, hat er durchaus die Chance, mal unter, so wie es hier getan hat, und hier unter das Bollinger Band zu rutschen und dann das Gap vom 29. März zu schließen, 15.328, das ABC-Ziel abzuarbeiten, was ich zeigte, 15.237, oder auch die untere Trendlinie dieses Broadening Tops, aktuell 15.232, und wenn es ein bisschen dicker kommt, dann geht es an die untere Trendlinie eines Kanals aus dem Stundenchart H4 oder zum statistischen Ziel dieses Gebildes. Das hat nämlich sein statistisches Ziel bei 15.005 und die 15.000 wird zumindest mal, wenn es denn so kommt, eine psychologisch wichtige Marke, die die Bullen wahrscheinlich verteidigen wollen. Das 100% Ziel dieses Broadening Tops liegt deutlich tiefer bei 14.383
und dann würden wir das Hoch vom 13. Dezember und das Tief vom 20. März zumindest kurzfristig brechen müssen. Ja, und geht es hier zur Oberseite raus, übers Hoch vom 10. August, dann können wir auch zum Ex-Allzeithoch laufen. Dort in der Nähe verläuft aktuell, aber relativ stark fallend, das obere Bollinger Band bei 16.274. Schauen wir uns jetzt noch die gleitenden Durchschnitte, die SMA-Linien an, also SMA 20, 50 und 200. Und nehmen mal das Bollinger Band raus, weil die blaue 20 SMA ist ja identisch mit der Mittelspur der Bollinger Bänder, denn das ist immer die 20 SMA. Also nehmen wir die Bollinger Bänder jetzt mal, die brauchen wir gar nicht, wir lassen sie mal drin. Wir haben hier die rote 50 SMA, 15.957, die ist unterschritten. Wir haben die 20 SMA bei 15.848, sie ist unterschritten. Jetzt kommt zur Oberseite, wenn der DAX wieder hoch will. Also ein dreifacher, ich will nicht sagen Widerstand, dazu müsste es erstmal bewiesen werden, dass es ein Widerstand ist, aber mögliche Widerstände in Form der 20 SMA 15.848, Monatswohl für Keil 15.889 und der Buy Trigger 15.896. Zur Unterseite, wenn es hier drunter geht, haben wir das Bollinger Band bei 15.422 und hier dieser grüne Strich, das ist die 200 SMA bei 15.432, also nur 10 Punkte entfernt. Bedeutet, wenn der DAX hier runterläuft und diese beiden bzw. die drei Tiefs rasiert, weil man vielleicht weiß, dass dort eine Menge Stops liegen, dann kann der eben hier die 200 SMA anlaufen, läuft dann im Grunde ein paar Punkte unter das dreifache Tief und unter das Bollinger Band und dann muss man eben sehen, ob es von dort aus wieder zur Oberseite geht oder eben Gap und ABC-Ziel, untere Trendlinie, abgearbeitet werden. Im Zweitageschart, der bärische Shark oder das bärische Shark-Pattern, haben wir uns ja einigermaßen lange schon angeguckt. Ich meine, vor 3 oder vor 4 Wochen habe ich das vorgestellt. Hier ein Broadening Top, hier ein Broadening Top. Hier gab es an der 2er-Formation einen Bounce zur Oberseite. Den gab es hier nicht, sondern der wurde hier am Tief vom 7. Juli gemacht. Und diese 15.456, die sind da jetzt nach 3 Wochen auch endlich in aller Munde. Und insofern auch eine bedeutende Marke, weil sie eben einfach bekannt ist. Das reizt natürlich Bullen und Bären. Die Bären, um das Ding zu brechen und die untere Trendlinie des Broadening Tops zu reißen, und die Bullen eben, um das zu verteidigen. Das wird eine ganz spannende Geschichte in den kommenden Tagen. Dieses bärische Shark Pattern habe ich ausgiebig erklärt, welche Konditionen. Da müsst ihr mal schauen, da ist ein Hai, eine Hai-Comic-Figur auf dem Startbild, wenn ihr das nochmal sehen wollt. Entscheidend ist einfach nur, wir haben das erste Ziel an der A-der-Formation bei 14.925. Falls wir hier runterlaufen, empfiehlt sich immer eine erste Gewinnmitnahme, sofern man dann Short ist, leicht oberhalb dieser Marke. Das zweite, das können wir jetzt mal rausnehmen, das zweite Ziel wäre die 50% Konsolidierung der Strecke B nach C. Die liegt bei 14.195, und wenn es ganz dicke kommt, dann wäre die X, also hier die 12.438, das große Ziel dieser Formation. Das wären natürlich ein paar Pünktchen, aber wir rechnen ja die Formationen aus und die Ziele, ohne behaupten zu können, dass sie erreicht werden. Es geht nur darum, dass man irgendwo sich orientieren kann und eben weiß, diese Marke ist wichtig. Hier hätten wir erste kleine Zielerreichung, zweite, dritte. Schauen wir in den Wochenchart hinein. Habe ich ja eben schon genannt, die Marke 15.965. Wir haben einen steigenden Kanal seit Februar 2020, das heißt eigentlich schon seit November 2019, aber da haben wir eben das Hoch gemacht, bevor es im freien Fall runterging. Das ist der März 2020 gewesen, das Tief 8.255. Und es lief zur Oberseite viele, 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 viele Wochen, bis wir hier das Hoch
16.290 machten das alte Allzeithoch im November 2021. Von dort aus ging es wieder zur Unterseite. Kleine Sekunde, ich habe diese Marken noch drin. Und hier haben wir bei 11.862 im September 2022 das Tief gemacht. Die Mittellinie 15.985 ist deshalb wichtig. Und hier sehen wir die Seitwärtsrange, die ich im H4-Chart zeigte. Allzeithoch 16.529 zum Tief 15.456. Und weil das so eine ausgedehnte Seitwärtsrange ist, ist sie wichtig. Das heißt, wir werden irgendwann ausbrechen. Die ist ja 1073 Punkte hoch. Wir werden entweder zur Ober- oder zur Unterseite ausbrechen. Und falls wir zur Unterseite ausbrechen, könnten wir, das ist eine alte Ziellinie eines über den Apex und somit ungültig gewordenen Wolfekeils, könnten wir in den Bereich 14.300 fallen. Also, wenn das nachhaltig zur Ober- oder zur Unterseite bricht, dieses Seitwärtsgerödel, dann kann es Strecke geben und die wird vermutlich dann auch endlich mal von Volumen begleitet sein. Denn das, was uns der DAX in den letzten zwei Wochen hier an Volumen kredenzt, das ist eine homöopathische Dosis und insofern noch nicht wirklich aussagefähig. Falls die Reise tatsächlich runtergehen sollte zur unteren Trendkanalbegrenzung, dann stünde sogar aktuell zumindest die 13.118 auf dem Plan, die ja wöchentlich steigt. Jetzt gucken wir auch hier nochmal uns die Bollinger Bänder im Wochenchart an. Und da zoomen wir dann mal ein bisschen ein und sehen, dass die Bänder relativ eng sind. Die sind nämlich im Grunde bis auf ein paar Punkte so hoch wie die Seitwärtsrange. 1073 Punkte müssen wir ein bisschen abziehen. Hier fehlen irgendwie, was weiß ich, was fehlen da, 30 Punkte und was haben wir hier, 450 zu 529, also das sind irgendwo nochmal so 70, 80 Punkte dazwischen. Also die Bollinger Bänder engen sich ein und wir sehen ja auch, sie sind im Wochenchart deutlich enger als hier, wo eben Bewegungen stattfanden. Und was wir eben auch sehen, immer wenn Bollinger Bänder sich verengen, dann geht's seitwärts und irgendwann kommt eine große Bewegung. Also das haben wir oft genug gesehen und insofern müssen wir uns darauf vorbereiten, dass der Bruch dieser Bollinger Bänder eben auch bewegungsunterstützend ist. Wo verlaufen die? Das untere bei 15.507 und damit relativ knapp über dem Tief vom 7. Juli und untere Begrenzung der Seitwärtsrange und auf der Oberseite bei 16.437 und damit so um und bei 90 Punkte unter dem Allzeithoch. Gucken wir uns jetzt nochmal die SMAs an, dann sehen wir, dass der DAX hier zweimal, also mit zwei Wochen, er ist hier in dieser Woche unter die blaue 20 SMA gelaufen, 15.972 erst, ich muss das noch größer aufziehen, damit das wirklich sichtbar wird. Er ist hier sehr genau an diese Mittellinie des Kanals gelaufen, wo zu dem Zeitpunkt auch die 20 SMA verlief, 15.972. In der Woche danach, also die abgelaufene Woche, ebenso kam er nicht mehr über die 20 SMA rüber. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass falls wir hier brechen, die 50 SMA, die sind jetzt hier als waagerechte Linien eingezeichnet, weil ich dieses Geschnörkel nicht mag. Das heißt, die wandern immer mit. Die 50 SMA liegt bei 14.958. Das könnte natürlich bedeuten, wir haben ja eben die 15.000 als mögliches Ziel gesehen, dass wir hier eben in diesem Bereich, falls es zur Unterseite geht, zunächst einmal landen. Die 200 SMA im Wochenchart hat Luft, die verläuft bei 14.082. Im Monatschart gucken wir uns den großen Wolfekeil an. Der hat seinen Ursprung im Jahr 2000. Das ist also lange her und wir erinnern uns alle, da war das Platzen der Dotcom-Blase angesagt. Da sind wir bis 2003 runtergefallen auf 2188, nachdem wir hier bei 8186 das hochgemacht haben. Die Ziellinie dieses Wolfekeils 1 durch Punkt 4,
aktuell bei 7947 und noch überhaupt gar keinen Gedankenwert. Aber wir haben hier einen Auflagepunkt, wir haben dort einen. Hier haben wir 1, 2, 3, 4. Wir sind im Monatschart wohlgemerkt. Und wir sehen eben einfach, dass hier viel gekämpft wird. Das ging hier von März 21 bis Februar 22. Da gab es dann eben den Schluck zur Unterseite, dann hat sich der DAX zur Oberseite gearbeitet und er kann sich einfach von dieser oberen Keiltrendlinie 15.889 noch nicht lösen und ist mit, ich glaube, Schlusskurs im Bereich 15.680 wieder drunter. Das kann Bedeutung bekommen, zumal, eins müssen wir auch sehen, wir haben hier sowas Ähnliches wie einen Hanging Man im Monatschart und der ist bärisch. Wir haben hier schon mal einen gehabt, das habe ich glaube ich auch im letzten Video gesagt, sogar einen perfekten Hanging Man, also die Lunte doppelt so lang wie der Kerzenkörper und perfekt oben der weiße Kopf drauf, also da müssen wir uns hier ein Seil vorstellen, zack, und hier ein Baum, das ist ein hängender Mann. Da haben wir wieder so einen, der hat versagt, da sind wir nämlich im Monat April und Juni über das Hoch dieses Hanging Mans angestiegen. Ob das hier der Fall ist, wissen wir nicht. Aktuell hat sich dieser Monat so verhalten, wie sich ein Monat verhalten soll, wenn zuvor eine Hanging Man Kerze im Chart ist. Hier haben wir diese drei Tiefs, einmal, zweimal, dreimal, die habe ich ja gezeigt, und wenn der Bereich bricht, dann kann es Bewegung geben. Im Dreimonatschart auch nochmal ein deutlich größerer Kanal, aber auch der ist wichtig. Wir haben den ersten Auflagepunkt. Wir haben den ersten Auflagepunkt hier unten in Oktober 1974. Dann haben wir einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, aber der war wichtig. Im Juli 1982 einen Auflagepunkt. Dann sind wir zur Oberseite gelaufen, Mittellinie. Einmal, zweimal durchgerauscht, dort wieder sauber aufgesetzt. Wir haben hier die obere Begrenzung dieses Kanals angelaufen und das ist im Jahr 2000 der Fall gewesen und hängen jetzt eben an dieser oberen Linie. Und das sind wie gesagt Quartalskerzen, nicht? Einmal, zweimal, dreimal, viermal, nicht geklappt, runter. Bullisches Quartal, bullisches Quartal, da wurden die Kerzen kleiner und jetzt, tja, müssen wir mal schauen, was da wird. Also, wenn der wieder zur Oberseite will, muss er zur 17.231 oder in diesem Bereich, das steigt ja jedes Quartal, aber dann muss er eben deutlich über das aktuelle Allzeithoch rüber und sich auf den Weg zur 17.000 und höher machen. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir hier runterlaufen zur 5.788, das wäre eine ganz böse Zäsur, aber zumindest mal die obere Keiltrendlinie können wir langfristig im Blick behalten. Also ich werde die alle paar Wochen mal updaten, es sei denn, der DAX steigt in der nächsten Woche 1000 oder 1500 Punkte, dann wird das Ding wieder wichtig, denn das ist langfristig gesehen Deckel, zumindest mal seit dem Jahr 2000. Jetzt geht's zum, zumindest noch, wichtigsten Index der Welt, der S&P 500. Die 500 größten Unternehmen sind dort vereint und auch wenn Nasdaq und Dow bei vielen Tradern die Lieblinge sind, einfach weil in der Nasdaq Action ist und der Dow eben hohen Punktestand hat. Letztlich ist der Nasdaq der Taktgeber. Das sind die Hunde, die an der langen Leine laufen, mal vor und zurück, aber hier ist das große Geld, hier sind die ganzen Blue Chips drin. Das heißt, wenn der S&P stabil ist, dann können die prosperieren und wenn der S&P angeschossen ist, dann wird auch, selbst wenn es dann vielleicht später passiert, werden Nasdaq, Dow Jones und DAX sowieso folgen. Der S&P hat im Tageschart seit langer Zeit ein symmetrisches Dreieck gehabt. Das ist ausgebrochen, also hat die 5 gemacht, wurde dort aktiviert und dann gab es ein wichtiges Hoch. Das ist am 3. Juli gewesen, 4.458. Es gab einen Rücksetzer, der hier im Grunde nochmal fast bestätigt wurde. Das Tief vom 26. Juni bei 4.328 und ich habe ja mehrfach gesagt, diese Zone ist wichtig. Die
Zielerreichung, das kleine Ziel, das symmetrische Dreieck 4621 oder wie ich immer sage, wenn man das so aus dem sportlichen Bereich mit dem Eiskunstlauf vergleichen, die Pflicht ist fast erfüllt. Wir haben das Hoch 4607 gemacht. 4621 wäre das statistische Ziel gewesen. Das heißt, technisch ist es abgearbeitet, numerisch noch nicht. Das kann es also bereits gewesen sein, aber muss es eben nicht. So ist es an der Börse. Und beim letzten Mal habe ich ja gesagt, auch in der Nasdaq, wir haben es möglicherweise, wenn wir runterkommen, und da sind wir, mit einer SKS-Formation zu tun. Wir hätten eine Schulter, wir hätten einen Kopf und wir hätten oder wären jetzt möglicherweise dabei, eine rechte Schulter zu bauen. Das kann sich zeitlich ausdehnen, bis hier, bis hier, bis hier. Wichtig ist einfach, wenn wir das nächste Mal die 4328 anlaufen oder in die unmittelbare Nähe kommen, heißt es aufpassen, nicht? Weil die ist jetzt nicht so riesengroß, aber wenn wir mal die größte innere Höhe nehmen, nicht das statistische Ziel, das rechne ich aus, sobald wir da drunter fallen, dann würden wir an diesen Apex des symmetrischen Dreiecks laufen können. Das wäre also das große Ziel im Bereich 4067. Das sind ja ein paar Punkte. Und wir müssen ja immer davon ausgehen, dass der S&P, weil er eben einen relativ niedrigen Punktestand hat, also wenn wir das dann entsprechend multiplizieren im Verhältnis zum DAX oder zum Dow Jones, dann ist das schon eine ganze Menge. Ja. Und wann wird das hier wieder bullisch? Also ich sag mal, leicht bullisch wird es, wenn der wieder über das Hoch vom 3. Juli kommt. 4458. Tatsächlich bullisch. Dafür braucht er ein neues Hoch oberhalb 4607. Der zweite Tageschart zeigt einen bärischen Wohlverkeil. Der hat hier seinen Ursprung, die 1, die 2, die 3, die 4. Hier die 5. Und ist dann ausgebrochen. Hier sind nochmal, oder hier sehen wir nochmal die wichtigen Marken. Wir sind eben zu dem hochgelaufen 4607. Dort hatten wir schon mal so ein bärisches Engulfing. Und dann passierte drei Tage lang im Grunde gar nichts. Und dann gab es einen Gap Down und wir rauschten drunter. Das war dieser Bearish Engulfing und Inside Day Sell Trigger. 4528. Die 78er Erholung, die haben wir in den ersten Charts, die ich heute gezeigt habe, gesehen. Ja, und also diese Bearish Engulfing-Kerze hat wunderbar ausgespielt. Das ist, müsste so ein zweifacher Abtrag sein. Einmal bis da, ja, easy. Easy, zweifacher Abtrag. Damit hat sich das Ding erledigt. Das heißt, diesen Sell-Trigger, den können wir vergessen. Und das, was bleibt, ist ein Inselgap. Hier abgetrennt durch ein Gap und hier abgetrennt durch ein Gap. Und wir wissen, dass sich bärische Inselgaps gappend zur Unterseite fortsetzen dürfen. Es hat zumindest diesen Rücklauf gegeben. Jetzt haben wir am Donnerstag eben, wie im DAX auch, ein neues Bearish Engulfing gemacht. Das Hoch 4458 ist der Kauftrigger, 4375 ist der Verkaufstrigger. Da sind wir dann am darauf folgenden Freitag direkt mal drunter, aber haben uns auch wieder kräftig reingerettet. So typisch USA eben. Es bleibt aber dabei, dass es hier aus diesem Blickwinkel heraus erst wieder beginnend bullisch wird, wenn wir dieses Hoch überwinden. Und da ist nicht das Hoch wichtig, sondern es ist die Kerze, weil das ist eine fies bärische Kerze. Und wenn deren Hoch überwunden wird, heißt das, die Bullen haben eben die Kraft, diese lange rote Kerze zu egalisieren, auszuradieren, und das wäre bullisch, dann mit Ziel eben wieder 76.4 Erholung an der 4505, da ist ja 0,83 dahinter. Und dann muss es eben zum Inselgap losgehen und möglicherweise auch zu diesem Hoch 4607. Im Umkehrschluss fallen wir hier ab Montag zur Unterseite. Dann haben wir ein Tief, was eben hier noch vermieden wurde. Das haben wir im vorigen Chart ja schon gesehen. Tief vom 26. Juni 4328.
Wir haben hier den Apexpunkt des großen bärischen Wolfekeils und wir haben hier die wichtige 61.8 Erholung 4311. Und wenn die bricht, ja, dann können wir in den Keil reinfallen, jedenfalls wenn wir unter 4300 fallen. Und unterhalb 4300 wäre diese Zone hier Ziel. Tief vom 24. Mai 4103 und 4048. Und die Ziellinie dieses Wolfekeils liegt deutlich tiefer, aktuell bei 3581 und damit, weil sie ja fällt, bereits in unmittelbarer Nähe des Tiefs 3491, was wir hier an der 2 machten am 13. Oktober des letzten Jahres. Also diesen Wolfekeil müssen wir ernst nehmen und der ist erst dann vom Tisch, wenn der liebe Dow Jones am Apex 16. Oktober oberhalb 4326 steht. Gelingt ihm das, kann er sich hier so lang handeln, mal rein und wieder raus und hoch, aber steht am 16. Oktober über der Marke 4326, ist dieser bärische Wolfekeil eingedampft, technisch. Also, wenn da was draus werden soll, dann muss der Bursche jetzt demnächst mal drunter. Wir können hier nochmal uns die Bollinger Bänder anschauen und dann sehen wir, wir haben das obere Bollinger Band bei 4585 und damit in unmittelbarer Nähe des Inselgaps, falls der Bursche zur Oberseite will. Er ist aktuell unter der 20 SMA 4458 und das untere Bollinger Band bei 4330. Und damit in unmittelbarer Nähe dieses Tiefs vom 26. Juni und Apex. Also müssen wir gucken, ob es da eben am Montag runtergeht. Indikator bleibt diese Marke. Nehmen wir die Bollinger Bänder mal raus und die SMAs rein. Dann haben wir hier eine Doppelmarke. Und das ist aus meiner Sicht ganz interessante Geschichte und bestätigt also umso mehr, dass dieser Buy-Trigger, also das Hoch vom letzten Donnerstag, von Wichtigkeit ist. Es war ein bedeutendes Hoch, weil es eine bedeutende rote Kerze war, 4458. Wir haben die 50 SMA bei 4460 und wir haben die 20 SMA bei 4458. Und die 200 SMA im Tageschart hier gar nicht zu sehen, die läuft auf der 50% Fibo-Erholung, also hier 4151 und die 200 SMA ebenfalls auf der 4154, also ganz spannend. Bedeutet, schafft der S&P es, über den Kauftrigger anzusteigen, steigt er auch über die 20 und die 50 SMA im Tageschart an. Das wäre ein bedeutender Knackpunkt und könnte zu einem Befreiungsschlag zur Oberseite führen und dann eben auch, wenn wir uns die Bollinger Bänder nochmal angucken, Richtung Inselgap, nicht? Hier ist die 20 SMA, die 50 SMA, der Kauftrigger, geht's da also drüber, kann das hier zum oberen Bollinger Band und zum Inselgap vom 1. August führen. Und wenn wir hier drunter fallen, können wir eben in den Keil zurückfallen, unter die 61er, und dann kann es auch Druck zur Unterseite geben in Richtung 200 SMA, 4154 oder dieser ersten Unterstützungszone 4103, 4048. Und wenn es ganz böse kommt, steht diese Nummer an. Der Wochenchart. Wir hatten ja ein bullisches 5-0-Pattern. Das ist übrigens abgearbeitet. Ich zeige es einfach nur nochmal, damit klar wird, wie viel Spaß es eigentlich macht, sich mit dem S&P zu beschäftigen, weil es eben der größte Index ist, weil er am wenigsten manipulierbar ist und weil es auch ein echter Index ist. Denn der ist nicht wie der DAX ein Schummler, der Dividenden mit einrechnet, oder wie der Dow Jones ein preisgewichteter Index. Das heißt, im Dow Jones kommt es nicht darauf an, ob die Aktien, die dort gelistet sind, eine große Marktkapitalisierung haben, sondern da kommt es drauf an, wer hat den höchsten Preis, der hat die höchste Gewichtung, was unglaublich verfälscht. Insofern ist der S&P ein ganz ehrlicher Index und er ist der größte. Und ich habe mal so, wenn wir uns
so eine Range mal angucken. Also der Multiplikator zwischen Dow Jones und S&P liegt aktuell bei 7,8. Das heißt, wenn der S&P 1035 Punkte Strecke macht, und die hat er gemacht, als er hier auf den Kauftrigger aufsetzte und zu seinem Ziel der Strecke XA lief, erkläre ich gleich noch, da hat er 1035 Punkte Strecke gemacht. Das hört sich natürlich relativ wenig an im Wochenchart, aber das Äquivalent wären 8073 Punkte im Dow Jones gewesen. Das heißt, wer hier und das Ding, dieses Ziel 3503, das habe ich hier im Januar 2022 in fast jedem Video genannt und gesagt, das ist der Kauftrigger dieses bullischen 5-0 Patterns. Und das ist bullisch eben, weil es zuerst runter muss und dann an der 50% Konsolidierung der Strecke B nach C einen Kaufpunkt hat. Und sein Tief hat er hier in der Woche vom 10. Oktober 2022 bei 3.491 gemacht und 3.503 war der Kauftrigger. Ja, und ich sag mal, wenn man im Dow Jones irgendwo, was weiß ich, 10 Euro pro Punkt einsetzt, dann kann man vielleicht mit 1,5 oder 2 Punkten im Nasdaq das gleiche Geld verdienen, ist nur insofern auf der, meiner Meinung nach, besseren Seite, weil es eben der größte Index ist und das Ding kriegst du nicht manipuliert. Also gut, wenn BlackRock das will oder, was weiß ich, eine zweite große Adresse, die können natürlich daran schütteln. Aber das ist meines Erachtens seit langer, langer Zeit und wird es wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang bleiben, der beste Index und auf der, der eigentlich immer Top-Ziele anläuft. Ja, 4818 ist ja das Allzeithoch gewesen und die Bedingungen, die hier erfüllt werden mussten, waren ja, er darf nicht über die 4872 laufen, das wäre die 224er Ausdehnung dieser Strecke gewesen. Da hat er sich dran gehalten, hat eben sein Ziel perfekt abgearbeitet. Das erste Ziel war die 23er Fibo 4197. Wir sind im Wochenchart. 1, 2, 3 Wochen hat er an diesem Ziel verharrt, ist nochmal runter zur 38er und hat dann sein 100% Ziel 4538 abgearbeitet und das war eben die Strecke XA, die an den Kaufpunkt gelegt wird. Denn wenn ich jetzt mal das hier kopiere und lege das an das Tief, dann seht ihr, da war das Ziel. Also das ist perfekt gelaufen und jetzt müssen wir mal gucken, wie das hier im S&P weitergeht. Dazu schauen wir in den 3-Monats-Chart. Ach nee, kleine Sekunde mal. Das war nämlich falsch, den habe ich doppelt drin. Ich will das im Vierteljahreschart zeigen. Da haben wir nämlich auch eine ganz interessante Geschichte am Wickel. Ich habe das schon mal in einem anderen Chart ähnlich gezeigt. Wir sehen einen steigenden Trendkanal. Der hat seinen Ursprung 1987. Das war das Tief 216,46. Kaum vorstellbar, nicht? Dann sind wir über 49 Quartale bis zu diesem Hoch gelaufen. Das ist der Januar 2000 oder das Quartal ab Januar 2000 gewesen. Da gab es durch die Dotcom-Blase kräftig eins auf den Kopf. Und es lief rund 50,5% zur Unterseite nach 768. Und dann sind wir zur Oberseite gelaufen und haben hier die 1564,98 eingebucht. Das hier ging vom dritten Quartal 1987 bis zum dritten Quartal 2007, also ein 20-Jahres-Zeitraum. Von diesem 20-Jahres-Zeitraum aus, das war ein Anstieg von 622,99%, gab es eine kräftige Rasur zur Unterseite. Q1 2009 erinnern wir, 2008, 2009 den Marktcrash, da ging es zur Unterseite zum berühmten Tief 666. Das habe ich mir damals live angeguckt und war hochinteressant, wie da runtergeprügelt wurde und an der ja, okkulten Zahl 666 drehte das Ding ja wie irre zur Oberseite. Jetzt habe ich einfach mal diesen Kasten, der 20 Jahre umfasst und Quartalskerzen drin hat, und 622% Anstieg an dieses Tief gelegt, ebenfalls 20 Jahre, vom ersten Quartal 2009 bis zum ersten Quartal 2029.
und wie das dann manchmal so ist, nach 52 Quartalen, also mit nur 3 Quartalen Unterschied, wurde hier das Hoch 4820,83 nicht eingebucht, denn wir machten 4818,62. Also wir reden über 4 Punkte Differenz. Aber wir sind hier also bis auf 4 Punkte an die obere Keiltrendlinie gelaufen, die aktuell bei 5379 verläuft. Und die eigentliche Frage ist ja jetzt, wiederholt sich Geschichte? Also Anstieg über 20 Jahre bis zu diesem Hoch, runter zur unteren Kanalbegrenzung, die ist verifiziert mit 2 Auflagepunkten. Die obere hat im Grunde 1,9 oder 1,99. Also wenn der S&P jetzt anzieht und macht jetzt hier noch die 4820 und damit eben ein Allzeithoch 4, das sind ja gar keine 4 Punkte, das sind 2 Punkte, was habe ich eben erzählt. Also wenn er diese 2 Punkte noch macht und 2 Punkte höher diese 622,99%, die wir auch hier haben, einloggt, dann bin ich mal interessiert, ob der durchzieht zur oberen Kanalbegrenzung bei 5379. Also da reden wir ja über fast 900 Punkte, die er dann zulegen muss. Oder fällt er unter die 3491, dieses Tief, und läuft möglicherweise dieses Tief an? Wir wissen es nicht, aber ich finde den Chart ganz interessant. Und was ja immer wieder bei Trendkanälen zu beobachten ist, auch wenn sie extrem lang laufen, ist ja, dass die unteren Trendlinien irgendwann angelaufen werden. Rücksetzer sind normal. Und das hier war eben eine 20 Jahre Anstiegsstrecke. Und das hier ist noch keine 20 Jahre, da fehlt noch ein bisschen was. Aber hier haben wir eben eine knackige Konsolidierung gesehen, 50,5%, die haben wir hier noch nicht gesehen. Die darf aber passieren. Nur weil wir 1, 2, 3 Quartale zur Oberseite gearbeitet haben und das nicht absolut identisch zu dieser Geschichte verläuft, bedeutet es nicht, dass wir vielleicht nicht nochmal hier runterlaufen und so 2,191, das wäre schon eine ganz fiese Rasur. Aber möglicherweise wird dieses Tief 3,491 gebrochen und wir laufen mal so in den Bereich 3000. Kann man ja nicht ausschließen. Also das wird auf jeden Fall in der nächsten Zeit eine ganz interessante Geschichte werden. Und wenn wir uns das aktuelle Quartal angucken, dann haben wir da ein Doji. Also das aktuell laufende Quartal ist noch nicht bullish, ne? Nachdem wir 3 bullische gesehen haben. Die Bollinger Bänder, die darf man ja auch im Quartalschart anlegen, nicht? Und haben wir gesehen hier, wenn wir uns das mal anschauen, wie der sich am Bollinger Band im Quartal zur Oberseite gearbeitet hat, runter einmal, zweimal, dreimal Boden im Bereich dieser 50% Konsolidierung und wieder hoch zum oberen Bollinger Band. Hier ging es mal quartalsweise deutlich drunter, aber hier die gleiche Nummer, am oberen Bollinger Band entlang, kurze Konso, wieder Bollinger Band. Und eben auch drüber. Und jetzt müssen wir mal gucken. Es gibt ja relativ wenig Möglichkeiten. 5017 aktuell das obere Bollinger Band und das untere Bollinger Band bei 2314. Ich weiß, keiner will eine 50% Konsolidierung, weil 90% der Anleger sind long gebürstet. Zumindest mittel- und langfristig. Aber die 3491, die gehört auf jeden Fall mal in die Charts rein als Achtungsmarke, falls wir hier eindrehen. Nehmen wir nochmal die gleitenden Durchschnitte hinzu. Wir sind also deutlich über dem 200er Durchschnitt, wir sind über der roten 50 SMA bei 2642 und wir haben uns hier mit diesem Tief eben auch wieder über die 20 SMA, die ist blau bei mir, bei 3666 bewegt. Also, dieser Bereich, weil die SMAs bewegen sich natürlich hier im Vierteljahreschart relativ langsam. Falls wir also in den kommenden Wochen kräftig eins auf den Kopf kriegen, dann mal auf den Bereich 3666, 3491 achten, der wäre dann nämlich wichtig. Die Nasdaq
Im 4-Stunden-Chart, da haben wir einen langlaufenden Kanal, den ich lang genug und lang und breit gezeigt habe. Und auch dort habe ich in einem der letzten Ausblicke gesagt, falls der hier wieder runterkommt, kriegen wir es möglicherweise mit einer Schulterkopf-Schulterformation zu tun. Leider ist es so, dass diese Schulterkopf-Schultern eigentlich jedem, also auch einem Rookie, der erst seit 2 oder 3 Monaten dabei ist, bekannt ist. Und entsprechend viel Spaß macht es den großen Jungs, Fake-SKS zu bauen. Das heißt, die bauen eine schöne linke Schulter, die bauen einen Kopf, die machen auch eine schöne rechte Schulter und dann zieht das Ding manchmal zur Oberseite weg. Nichtsdestotrotz, manchmal funktionieren sie. Wir achten also auf die 14.687, wenn es wieder runterkommt. Diese beiden Ausreißerkerzen im H4, denen messe ich keine große Bedeutung bei. Für mich bleibt die 687 wichtig, weil wir hier einmal, zweimal, dreimal, viermal angedockt sind. Abschiedskurs zur Oberseite, Fake-Out. Also laufen wir deutlich unter die 410.687. Ist ein Anlauf an die untere Kanaltrendlinie das Mindeste, was ich mal erwarte. Verläuft aktuell bei 14.270. Und dieser Kanal, der ist ja auch schon einen Tick älter. Hier hat er seinen ersten Auflagepunkt, das ist im Oktober 2022 gewesen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal Ausbruchsversuch, der gescheitert ist. Und zur Unterseite haben wir auch 2 Auflagepunkte. Im Tageschart haben wir vom Tief 13. Oktober 2022, nachdem wir zuvor das Allzeithoch gemacht haben, wir sind ja vom Allzeithoch runtergelaufen zu den Oktober-Tiefs und dann wurde sich erholt. Eine A, B, C-Bewegung, die hier 1, 2, 3, 4, 5 Kerzen Zieleinlauf hatte. Wir haben, kleine Sekunde, ich muss mal auf den Kassamarkt umstellen, sodass die Gaps sichtbar werden, nicht? Also A, B, C-Bewegung. Dann haben wir hier ein Gap hinterlassen am 24. Mai bei 13.604, sind angestiegen, 76er Erholung drüber, das haben wir ja in dem ersten Chart dieses Videos gesehen und haben hier das Hoch vom 19. Juli 15.932 und hier haben wir ebenfalls ein Inselgap, ein Gap und ein Gap, das heißt wir haben hier eine bärische Insel, sie ist unterschritten und wir haben ein sehr bullisches Signal bekommen, und zwar mit dem Montag, wurde natürlich auch im Newsletter und in den Chats gezeigt, das ist nämlich ein astreiner, perfekter Morningstar. Und der hat ja auch gezogen bis zur 76er Erholung. Also der oder die Charts, die ich, weil wir am Tageschart sind, als erstes heute gezeigt habe. Und der hat also punktgenau auf den Schädel gegeben, nicht? Der oder das Hoch, was wir hier am Donnerstag machten, war 15.279 und die 76er Erholung und damit das Tor zum Allzeithoch 15.272. Also 7 Punkte Unterschied und dann gab es richtig auf den Schädel. Der Sell Trigger 14.814, auch der wurde am Freitag unterschritten, aber der Bursche hat sich per Schlusskurs wieder in den bärischen Engulfing-Raum gerettet und bärisch Engulfing eben, weil diese Kerze im Schatten dieser Kerze steht. Geht es am Montag oder in der kommenden Woche zur Unterseite, dann wäre der erste Bereich eben dieses Gap, das ist noch nicht geschlossen, 14.694 und das Tief vom 18. August bei 14.557. Das ist insofern bedeutend, wenn das angelaufen oder auch nur um einen Punkt unterschritten wird, wird dieser bullische Morningstar technisch ungültig. Und wir haben die wichtige 61.8 Erholung darunter, die wir uns ja auch zu Beginn dieses Videos angeguckt haben. Packen wir auch hier mal die Bollinger Bänder rein. Dann sehen wir, der Bursche hat Luft bis dahin. Das untere Bollinger Band bei 14.562, also knappst über dem Tief vom 18. August. Und das obere Bollinger Band aktuell 15.709 und damit am Inselgap 15.718. Schauen wir nochmal die gleitenden Durchschnitte an, dann sehen wir hier unten die 200 SMA 13.198, da ist noch viel Luft bis dahin. Die 20 SMA und gleichzeitig Mittelspur der Bollinger Bänder
bei 15.135 ist unterschritten und die Route 50 SMA 15.214 ist auch unterschritten. Und somit haben wir auch, wie wir es schon vorher gesehen haben, in den Tagescharts hier im Grunde einen vierfachen Deckel, wenn es denn ein Deckel wird. Die 20 SMA 15.135, die 50 SMA 15.214, die gewichtige 76,4 Erholung, Tor zum Allzeithoch 15.272 und das letzte Hoch vom Donnerstag 15.279. Geht er damit Schmackes durch, wird's bullisch und die blaue Zone Ziel. Beißt er sich hier die Zähne aus oder versucht es gar nicht erst und läuft direkt runter? Ja, einmal, zweimal, dreimal, möglicherweise dann sogar dieser Bereich. In the Wochenchart. Falls, wir sind ja immer nur spekulativ unterwegs, falls sich im großen Bild das hier als eine große Bullenflagge entwickelt, hat der massive Luft zur Oberseite. Wir sind hier übrigens im logarithmischen Chart, wie fast alle großen Zeiteinheiten, die ich im logarithmischen Chart mache. Aber davon wollen wir zunächst mal nicht ausgehen. Wir sehen aber, es engt sich hier ein, sofern Nasdaq nicht über die 15.839 läuft. Und das ist ja ein Stück weit entfernt. Wir haben hier 1, 2, 3 Auflagepunkte, 1, 2, 3 Toppingbildungen. Wir haben 1, 2, 3, 4 Auflagepunkte auf der unteren. Der ganze Reigen beginnt hier in 2020 im März. Aber falls daraus eine Figur werden will, böte sich eben, sofern es sich weiter einengt, ein symmetrisches Dreieck an. Dieses symmetrische Dreieck hat eben die, oder hätte, es ist ja noch keines, die 1 fertig, die 2 wäre fertig, die 3 wäre fertig, sofern wir nicht mehr drüber laufen. Es würde dann über die Zeit die 4 warten, im Bereich 12.036 aktuell und wöchentlich steigend. Ja, und ansonsten die Oberseite. Auch hier schauen wir uns nochmal die Bollinger Bände an. Da ist die 50 SMA Mittelspur des Bollinger Bands. Das heißt, das obere Band hat aktuell Luft bis 16.240. Das untere würde bei 12.758 warten. Nehmen wir Bollinger raus und die SMA Linien hinein, dann sehen wir, das ist hier Unterstützung. Zumindest aktuell aus Wochensicht. Nicht? Da ist er drüber, hat sich hier fast auf das Tief begeben und hier im unteren Bereich, falls wir einen Absturz kriegen, hier würden im Grunde stützend, möglicherweise stützend, die rote 50 SMA bei 12.855 und die 200 SMA grün bei 12.484 liegen. Schauen wir uns Nasdaq nochmal im Monatschart an. Da haben wir eine ähnliche Geschichte. Das hier ist Februar 2016 und das ist Februar 2020. Also ein Vierjahreszeitraum. Ein Anstieg von 150,46%. Dann gab es eine Konsolidierung. Das dürfte so der Bereich um 38,2 gewesen sein. Und von dort aus wieder ein Anstieg. 150,46 wartet bei 16.784. Das heißt, auch hier haben wir eine wichtige Marke. 16.948 ist die 150% Erholung. Da ist er hier eben mit ein paar Punkten nicht rangekommen. Aber was ich eigentlich mit diesem langfristigen Bild aussagen will, ist, dass alle Indizes, der DAX, der S&P, Nasdaq und Dow Jones, sie hängen alle irgendwo an ganz entscheidenden Dekadenmarken, wo es also um Zeiträume 10, 20 Jahre geht, wo man eben langfristig drüber muss, um auszubrechen oder wo eine Zwischenkonsolidierung eingeschaltet werden kann, die deutlich tiefer geht und zwar bis in den Bereich 50% Rücksetzer, wenn es dann extrem kommt. Welcher Anlass dafür herhalten muss, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es überhaupt passieren will. Ich will eben einfach nur sagen, dass wir hier so nervös hin und her rennen in den Märkten, hat eben auch damit zu tun, dass wichtige Marken erreicht wurden.
Der Dow Jones, einmal im Tageschart, ganz schön bunt, aber der hat ebenfalls einen bärischen Wohlfeil im Chart. Die 1, die 2, die 3, die 4 blitzsauber, die 5 und die 5 auch so sauber, gucken wir uns gleich noch im Zoom an, dass man ihr zunächst einmal vertrauen kann. Die Ziellinie 29.180 aktuell. Hier ist das Tief aus Oktober, also Allzeithoch. 36.952 wurde gemacht, das Ding knallte nach unten und erholt sich jetzt. Hier ist die gewichtige 76.4 Erholung, die wir ja auch schon bei den anderen Indizes gesehen haben. Jetzt gehen wir mal ins Detail rein. Der Apex dieses Keils am 28. November bei 36.100. Steht der Dow Jones am 28. November oberhalb 36.100, ohne dass er vorher seine Ziellinie 29.180 angelaufen hat, wird er ungültig. Auch hier haben wir diese fette Kerze vom Donnerstag. Das Hoch war 34.694, das Tief 34.093. Auch der hat am Freitag kurz drunter gespiked und sich wieder reingerettet. Was aber in diesem Zusammenhang aus meiner Einschätzung heraus wichtig ist: Wir haben hier 1, 2, 3 Tagestiefs gemacht in einer sehr engen Range. Dann kam der Mittwoch, ging es ein Stück zur Oberseite und dann kam dieser Abwasch Donnerstag, wo er sich zuerst deutlich zur Oberseite abarbeitete und dann fiel. Und hier der Freitag. Was fällt auf? Das ist die untere Keiltrendlinie des bärischen Wohlfe-Keils. Ein Aufsetzer, 2, 3, 4, runter und zumindest mal am Freitag nicht wieder in den Keil reingekommen. 34.389 oder meinetwegen auch die Runde 4.000, 34.400 am Montag wichtig. Und natürlich der Kauftrigger, denn wenn es da drüber geht, wäre diese Kerze ausgebügelt. Ich rede jetzt über Schlusskurse, ne? Nicht Intraday-Bewegung. Wir sehen ja, was daraus werden kann. Aber Obacht, geht es hier drunter, hätten wir die wichtige 61.8 Erholung bei 33.784 und das Tief vom 26. Juni bei 33.610 als erste Auffangzone. Ginge es drunter, würde hier der Bereich aus 50% Erholung und dem Tief vom 25. Mai bei 32.586 warten. Und auch der Bursche hat eine bärische Gap-Insel im Chart, denn hier ist er per Gap drunter gelaufen und hier ebenso. Gucken wir auch hier nochmal die SMA-Linien und dann sehen wir die 20 SMA 34.942 relativ deutlich unterschritten und auch hier die wichtige 50 SMA rot 34.664 liegt in unmittelbarer Nähe des Kauftriggers und könnte damit einen, wenn es hier nicht zügig hochgeht, könnte damit Deckel bilden. Wenn sich der Dow hier noch ein bisschen aufhält und dann einen Anlauf versucht, dann müsste er nicht nur die untere Keiltrendlinie wieder überwinden, sondern auch diese beiden Marken. Die 200 SMA, die ist ja für die Amerikaner immer wichtig, verläuft aktuell bei 33.756 und damit wunderbar in der Nähe der wichtigen 61.8 Erholung 33.784. Fällt er hier also runter, ist zumindest mal davon auszugehen, dass die Bullen hier kurzfristig Aktionen starten, um das Ding zu stabilisieren. Das kann sich in dieser Zone dann abspielen, nicht? Aber auch hier, der ist noch nicht so weit im Tageschart, aber auch hier haben wir eine mögliche Schulter, einen möglichen Kopf, aber der müsste eben hier runter, um von dort aus vielleicht nochmal eine Erholung zu starten und dann langfristig zu fallen, wenn er das dann will oder muss. Aber dieser Bereich 33.784 ist eben wichtig und wir müssen schauen, ob er in der kommenden Woche über diesen Kauftrigger kommt und damit eben auch über die rote 50 SMA. Und da ist dann die nächste Bewährungsprobe, weil das ist hier eine Toppingzone, die wichtige 76.4 Erholung, die er verloren hat. Und wenn er die wieder überwinden möchte, dann muss er auch über die 20 SMA, die Mittelspur der Bollinger Bänder ist. Da ist sie. Und dann hat er auch Luft. Dann kann er zur Oberseite des Keils anziehen.
Wo verläuft die aktuell? Bei 35,745. Also spannend, spannend, spannend. So, dann schauen wir uns den Dow Jones nochmal im Vierteljahreschart an, also Quartal. Und dann sehen wir, ähnlich wie in den anderen Indizes, Oktober 87, das Quartal, bis Oktober 2007, also 20 Jahre. Dieser Kasten ist auch 20 Jahre lang. Wir haben hier im Quartal 44 ein bedeutendes Tief gemacht und wir haben hier im Quartal 44, also es gibt ja keine 44 Quartale im Jahr, logisch, sondern hier sind die Quartale einfach gezählt worden, also die Quartale seit Oktober 87 und die Quartale seit dem Tief im Januar 2009. Und dann gab es von Oktober 98 bis zum Januar 2000 6 Quartale Anstieg, das gleiche haben wir hier gesehen, und dann gab es zumindest hier einen Abwasch, der lief runter zur 7400. Würde, wir wissen es ja nicht, das gleiche hier passieren, da hat er allerdings nicht mehr so viel Zeit für, das müsste bis April 2024 passieren, wenn es dann auf der Zeitebene identisch ist, dann müsste er zumindest mal in diesem Bereich 21,750 runter, oder wenn es dann ultra dicke kommt, auf die 18.300. Wir haben hier eine steigende Trendlinie durch zwei Auflagepunkte verifiziert aus Oktober oder dem Quartal Oktober 1987 und dem Quartal ab Januar 2009. Die verläuft aktuell bei 15.679. Also das sind natürlich, nicht, dass ich hier falsch verstanden werde, ich kündige jetzt nicht einen 49 oder 50% Drop an. Ich erinnere nur daran, dass aus möglicherweise weit geringeren Anlässen heraus genau das schon mal passierte und wahrscheinlich einfach auch irgendwann wieder passiert, nicht? Der Abfall hier, das waren 54%. Ach ja, steht da ja auch. Ja. Auch das ist natürlich logarithmisch angelegt. Also wenn ihr irgendwelche Formationen hier in eurem Chartprogramm nicht nachvollziehen könnt, dann schaltet einfach auf logarithmisch um. Dann seht ihr das. Ja, und ansonsten, falls der das ausradieren will, kann der natürlich auch so, wie es hier erst später passierte, 720% Anstieg, kann der natürlich auch nach 52.300 laufen. Jetzt sagt ihr wahrscheinlich alle, Marius, du bist echt irre, ne? Kommst hier mit Zahlen, entweder 15.000 oder 52.000. Aber Leute, wir sind im Vierteljahreschart, nicht? Und wir sind ja irgendwo immer gewohnt, auf die Stunde zu gucken und auf den Tag und so weiter. Also das hier sind 20 Jahreszeiträume. Insofern hat hier jede Kerze Bedeutung und kann eben entsprechend auch bis nach 2029 easy mal da hochmarschieren oder vorher sich an dieser Steigungslinie nochmal alles rauswerfen und die Leute wie Warren Buffett, die dann immer sagen, man kauft, wenn das Blut in den Straßen fließt, die werden dann wahrscheinlich auch kaufen, weil die denken nicht in Tagen und Wochen, die denken oder beginnen zu denken in Quartalen, aber wahrscheinlich eher in Jahren und möglicherweise auch in Dekaden, also 10 Jahre Zeiträumen. Gut, sind wir damit durch. Dann möchte ich euch nur noch zwei Charts von Nvidia zeigen. Ist ja in aller Munde und da gibt es ja auch so die Leute, die sagen, das ist die nächste Nummer, KI und Nvidia Chips. Das wird wachsen und wachsen und wachsen. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die zu Recht skeptisch sind und sagen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist derart abstrus. Das muss irgendwann mal einen richtigen Haircut geben. Gucken wir mal im Monatschart. Da würde vielleicht so ein Grund liegen. Wir haben 2001 hier oben angesetzt, sind zur Unterseite gelaufen, nochmal ein Aufbäumer, der sogar noch ein neues Hoch machte. Und 2008 haben wir hier ein Tief gemacht bei 1,44. Da hätten wir sicherlich alle gerne gekauft. Ich meine, da hätte man ja mal 1.000 oder auch 2.000 oder auch 3.000 Stücke kaufen können. Diese untere Begrenzung ist verifiziert. Wir sind im Monatschart, Leute. Juni 2012 bis August 2015.
auch im logarithmischen Chart. Nicht, also. Nee, das ist da oben. Also die Pro-Real-Timer, ne? So stellt ihr den logarithmischen Chart ein. Ja, und dann gab es eben den ersten schönen Anstieg, Rücksetzer, die hier natürlich nicht so groß aussehen im logarithmischen Chart, aber durchaus schon prozentual Bedeutung haben. Wir können ja mal kurz gucken. Diese Nummer hier, das waren mal schlanke 58%. Und dann haben wir 2021 hier aufgesetzt. Und 2021 gab es wieder eine Rasur. Und das sind eben Sachen, die manchmal auch mit Indizes passieren können. Das waren nämlich minus 68, fast 69%. Und dann gab es die Kehre. Und jetzt haben wir, wir sind ja im Monatschart, einmal sauber aufgesetzt und diesen Monat sind wir leicht drüber geschossen und haben aktuell im Monatschart ein astrein Doji. Was bedeutet ein Doji? Doji ist Unsicherheit oder Unentschlossenheit. Das heißt, wann immer wir so einen dünnen Strich sehen, stehen sich Bullen und Bären grimmig gegenüber und schieben, nicht? Weil hier drunter, das ist ja Eröffnungskurs, hier drunter wird es eben bärisch und hier drunter wird wieder bullisch. Wir merken uns mal die 482 in diesem Kanal und ich schicke mal vorweg, falls, wissen wir ja nicht, falls Nvidia aus diesem langfristigen, seit 2001 laufenden Trendkanal tatsächlich zur Oberseite ausbrechen kann, also nachhaltig ausbrechen kann, dann staubt's. Dann ist, wie sagt der Ami immer, dann ist das Ziel Blue Sky, also da ist ja nichts über den. Dann geht es in ungechartetes Territorium hinein und dann können vollkommen verrückte Sachen passieren. Es können natürlich auch verrückte Sachen passieren, wenn es hier einen klaren Abweiser gibt, irgendwann in den kommenden Tagen, Wochen. Dann kann es natürlich auch sein, dass es hier runtergeht, dass das Tief bricht. Aber 21,97, kann ich mir eher nicht vorstellen. Dann müsste schon die Firma kollabieren. Aber ich sag mal, ein knackiger Rücksetzer nach dem Lauf ist möglich. Aber gut, wir erinnern uns an die 482 und gucken jetzt mal in den Wochenchart, also eine Etage tiefer. Auch im logarithmischen Blick. Und dann sehen wir 2020, tief 45,22 und dann stieg das Ding 665,33% an zum Hoch 346,08. Was macht der Nvidia dort? Meine Lieblingsfigur, ein Descending Broadening Wedge. Die 1, die 2, die 3, die tiefe 4 bei 108,17. Dann ging es zur Oberseite. Über die 5 drüber, Abschiedskurs auf Wochenbasis an der 169 und zur Oberseite gezogen. Hier haben wir das 100% Ziel dieses Descending Broadening Wedges. 430,52 und hier haben wir die obere Trendlinie des Kanals aus dem Monatschart bei 482 und falls hier der wilde Watzmann ausbricht und Nvidia zur Oberseite ziehen will, im logarithmischen Chart, wenn wir daraus eine ABC-Bewegung uns vorstellen, durchaus legitim. Für einige sind die Ziele natürlich vollkommen absurd, aber das waren sie vielleicht auch hier, wenn sie dann ausgerufen worden wären. Die 665,33 würde warten bei 827,86. Die obere Trendlinie im Monat, wir sehen es hier nochmal im Wochenchart, einmal, zweimal, dreimal, fast viermal der Deckel. Das heißt, die ist wichtig. Das war ein Ausbruchsversuch, der zunächst gescheitert ist. Wer also mittel- oder langfristig in dieser Aktie long gehen will, der achtet darauf, dass möglichst das 100% DBW-Ziel, das ist ja nicht ohne Grund drei Wochen in dieser engen Range gewesen, hält im Bereich 430. Diese Doji-Kerze, das ist die Woche vom 5. Juni, die sollte halten, 373,56, denn wenn es da drunter bräche, dann hätten wir eine Topping-Bildung. Wir haben hier eine sehr lange weiße bullische Kerze gehabt, Doji, Doji und dann wurde weiter zur Oberseite gearbeitet. Das heißt, wenn dieser Bereich bricht, dann wird es
möglich, dass wir deutlicher konsolidieren. Gucke ich mir in den kleineren Zeiteinheiten der nächsten Woche für Blog und Newsletter nochmal an. Aber wenn es über die obere Trendlinie im Monatschart geht, wir haben ja demnächst Monatswechsel, dann passe ich das an. Wenn es wieder über die 482 geht, darf man nicht ausschließen, dass das Wochenchart, nicht in 2-3 Tagen, dass wir hier über die Zeit Richtung 827 laufen. Und das wäre, da haben wir geschlossen, das wäre nochmal so um und bei 80% Zugewinn, die ich niemandem garantieren kann. Ich sage eben einfach nur, wir haben solche ABC-Bewegungen schon mehrfach gesehen. Denk mal an Tesla. Habe ich hier über viele, viele Wochen gechartet und es wurden nachher abstruse 600 und 700 und 750% Zugewinn. Also die Börse ist nicht immer unbedingt logisch. So, zum Abschluss noch einmal kurz die Erklärung. Es gibt Projekt30.de, das sind die beiden Chaträume, Laserstream und Premium. Und es gibt eine andere Webseite, projekt30.blog. Dort gibt es den täglichen Newsletter. Was da geboten wird, könnt ihr hier unter Wir über uns lesen. Das ist der Newsletter, kostet 15 Euro im Monat oder 40 Euro für 3 Monate. Es gibt jeden Abend einen ausführlichen Ausblick für den nächsten Tag mit den US-Indizes, DAX, manchmal auch Aktien. Und es gibt tagsüber Updates hier und nur hier, nicht in den Chaträumen. Gibt es auch einen WhatsApp- und einen Telegram-Kanal. Das heißt, dort werden in Echtzeit neue Beiträge, die ich im Newsletter poste, gezeigt. Das heißt, man klickt einfach auf den Link und landet dann direkt im News-Bereich des Newsletters und kann den Beitrag anklicken und lesen. Und es gibt eben die Chaträume, Laserstream und Premium. Die Leistungen, die dahinter stehen, seht ihr auch hier. Der Laserstream kostet 20 Euro monatlich und der Premium-Bereich 39 Euro, weil da sind eben ein paar technische Helferlein dabei. Bringt das bitte nicht durcheinander, nicht, dass ihr falsch bucht oder falls mal jemand vom Punkt-Blog wechselt, kommt öfter vor, dass dann irgendjemand sagt, jetzt möchte ich auch mal in den Chat rein. Denkt daran, dass ihr dann eben auch die Domäne wechselt, nicht von .blog auf .de. Ja, ich freue mich über neue Abonnenten. Ich freue mich insbesondere über einen Daumen hoch und ich bin mal gespannt, ob einige Väter oder Mütter schreiben, ob sie genauso Messis sind, wenn es um die Sachen ihrer ehemals kleinen, süßen Gören geht. Also, ich wünsche euch ein schönes Wochenende oder einen schönen Sonntag. Mein Wochenende ist ja auch fast vorbei und wie spät ist es jetzt? Das hat wieder gedauert. Oh mein Gott. Okay, also macht euch eine schöne Woche und riskiert nicht Haus und Hof. Bis dann und tschüss.